Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder was ihr mir schaut. Ich bin Patrick von Manada Schwer Gaming und begrüße euch zum ersten Kampf im UDT. Oh yeah. Jo, das Teambuilding habe ich gestern hochgeladen. So etwa gleich in der Zeit, wie es heute kommt. Ich glaube, der erste Spieltag sind wir als erster dran. Direkt als erster, das war auch mal lustig. Ja, also das Team kennt ihr. Er hat dabei ein Zaplarang, ein Brokkolos, sein Snibunna, sein Togekiss, sein Rotom in der Waschmaschinenform und sein Stalobor. Ja, ich find's sehr schön, dass Zorak nicht dabei ist und ich find's auch sehr schön, dass Mia Knackrack nicht dabei ist. Heißt, drei Mons werden komplett vom Panzeron weggewallt und das ist geil. Und in die drei anderen kommt zum Großteil Slimog rein. Heißt, ich habe hier insgesamt ein recht gutes Matchup, direkt von Anfang an. Ich gehe hier auch mit mir Gewalt, weil ich auf dem Rotom Wash-Lead into meinen verdächtigten Demeteros-Lead gerechnet habe. Habe das einmal verstanden? Also ich habe gerade er predicted mein Demeteros-Lead und mit Rotom Wash und bin deswegen mit Gewalt geleadet, weil Rotom Wash nichts gegen Gewalt rummacht. Ja. Ja. Haben wir den Lead von ihm mit Zaplarang, ich mit Gewaldro. Ich hatte ja Angst vor einem Flammenwurf oder so, und das sind ja jetzt auch nicht so wenig Spezialangriffe, deswegen gehe ich mir mal einen Fimiprismus raus. Übrigens könnt ihr bitte mal meine Nicknames appreciaten, bin da ein bisschen dran gesessen. Ja, wir sehen die Kaffeesalbe Eis, die recht guten Schaden macht. Nur in dem Moment habe ich es noch nicht würdig gehalten zu kalken. Bin ich einfach mal auf den Abschlag gegangen. Ich bin erstmal auf die Rocks gegangen. Glaube ich. Soll auf die Rocks gegangen sein. Bin ich auch. Erstmal Rocks legen, weil Rocks sind einfach geil. Ja. Für den Prismus steht er halt. Und ich habe mir gedacht, okay, der holt seinen Brokkolos da schon rein. Da können wir doch auch meinen Z-Move reinhauen. Der hat keinen Sandsturm, also der hat die Fähigkeit Sandsturm, heißt Robustheit, hat er schon mal nicht. Seismische Eruption wird reingehauen. Aber tatsächlich sind das gerade mal drei Viertel. Habe ich mich wahrscheinlich in Teambuilding ein bisschen verkalkt, weil ich hatte einen Kalk, dass es komplett ausreicht. Oder er ist halt Fist of Invested. Aber Full KP sollte eigentlich ausreichen. Ich gehe hier nochmal aufs Erdbeben, um dieses Brokkolos zu finishen und um seinen Sand direkt quasi zum Großteil los zu sein. Weil jetzt kann Stalobor noch maximal 6 Runden vom Sand profitieren. Und ich habe noch mein Panzeron. Und das war Full Life. Folglich, jetzt gehe ich erstmal mit Schwertanz. Ich habe gedacht, okay, gehst du erstmal auf den Abschlag. Weil ich hier direkt mal Life-Op so ähnliches los haben wollte. Und gucken wir, ob gegen mich drückt, ob er schon irgendwas prediktet oder so. Ob er irgendeinen Move drückt, weil er. Oder ob er irgendwelche Double-Switches hier probiert. Dass er quasi. Direkt Panzeron predicted und deswegen ins Spiel Rotom Wash geht. Er macht er nicht, er geht ja auf den Eisenschädel und triggert hier direkt meinen Beulenhelm. Und das war einfach mal direkt ein Crit. Dann habe ich gedacht, okay, das ist ein bisschen viel gewesen. Hier kommt ein Steinhagel, der trifft einfach nicht. Also erst Crit, dann Miss. Ich wusste mich einmal komplett wieder hoch. Oder fast komplett wieder hoch. Kriegen ja beide kein Sanddamage. Geht nochmal auf den Steinhagel. Adept übrigens, wenn er Steinhagel einsetzt. Und flincht mich. Steinhagel, Miss. Ja, also direkt 4 Runden am Stück, wo Stalobor Panzeron angegriffen hat. Und jedes Mal einfach irgendeine Zufallsvariable da am Start. Das ist ganz lustig hier, eigentlich. So, jetzt hier nochmal auf den Schwertanz. Das ist schon recht gefährlich. Das ist auf plus 4. Und Stalobor hat halt über 200 Angriff auf Level 50. Ich habe mir gedacht, okay, gehst du mal auf Auflock und du bist jetzt full. Er macht ja nicht mehr als die Hälfte und mit Einschädel oder Steinhagel macht nicht aktiv mit Einschädel, der droppt ja langsam dran am Beulenhelm. Aber das ist viel zu viel. Das ist über die Hälfte bei dem Panzer Eron. Okay, der ist auch auf plus 4 von dem her, ja. Ich gehe mal raus in meinen Demeteros. Dachte, okay. Ich hoffe jetzt mal, dass Intimidate ausreicht, um hier nicht zu sterben.
An den Rockslide. Hat nochmal gedappt. Und 23 KP. Das ist ein fucking Lando. Ja, aber ich kann jetzt auch mal auf mein Q drücken, hab safe gemacht, er hätte natürlich auch rausgehen können, aber... Oder hätte auch irgendwie KP-Investment haben können, dass meine U-Turn nicht ausreicht. Nehme ich ja lieber safe auf den Q. Infolgedessen geht er jetzt in seinen Zapdarang. Und, da ich schon gesagt habe, das Ding macht guten speziellen Damage, ich gehe mal in Slimog. Mein Schleimhaufen hier. Geht auf den Strauchler. Interessant. Der jetzt nicht noch relativ guten Schaden macht. Hab ich sie aber auch wieder nicht für nötig gehalten zu kalken. Ja. Ich sehe raus den Togekiss. Togekiss ist ekelhaft, das wissen wir alle. Ich gehe mal auf den Abschlag, um seinen Walschal wegzuschlagen. Das hätte ich tatsächlich vielleicht lieber nicht gemacht, weil jetzt kommt die Donnerwelle. Die hätte er ohne den Walschal nicht drücken können. Aber ich komme direkt durch, kann den Ice Heap drauf drücken. Und er macht sich auch guten Schaden. Er geht jetzt auf den Luftschnitt. Und wenn du es einen Luftschnitt plus Para, ist ekelhaft, aber ist dann einfach mal absolut kein Bock. Und drückt einfach, ja. Den guten Ice Heap nochmal drauf. Jetzt aktiviert sich mein Gaubebeere und ich werde geflincht. Bin nicht auf eine Aufbereitung gegangen, weil ich mein Gaubebeere natürlich wieder haben wollte. Ich kriege hier wieder nicht meinen, na, jetzt krieg ich mir meine Aufbereitung raus, weil sein Luftschnitt misst. So. Jetzt haben wir recht guter Play von ihm und zwar ihn auf einen Trickbetrug. Der war wahrscheinlich so gedacht, dass er auf irgendwas Defensives von mir einen Wahlschalter drauf bekommt. Aber so ist natürlich auch gut für ihn, weil er jetzt 50% Heal bekommt durch die Gaubebeere und ich jetzt meine Gaubebeere nicht mehr recyceln kann. Weil ich ja nur, wenn man ja nur Items recyceln kann, wenn das Mon die selbst benutzt hat. Also zum Beispiel rote Karten, in dem Fall wie was bei Palimpalim hatten, kann man quasi zurückholen. Also Spiel bei sowas kann man, oder wenn zum Beispiel auch die Beere genockt wird, kann man sie auch nicht recyceln. Er geht hier weiter auf den Airslash. Ekelt halt ein bisschen rum mit Togekiss. Kriegen hier immer weiter Damage. So, da kommen wir nicht durch. Nochmal Luftschnitt. Man kann sich vielleicht denken, wie ich in dieser Situation da gesessen bin. So ein unfassbar ekelhaftes Matchup. Also, ich mag Togekiss einfach nicht. Ich mag das Ding einfach nicht. Das ist so... Na... Ist ja was Slime noch weg. Jedoch, das Turk ist ja jetzt schon low. Heißt, ich kann jetzt in Gewaltdruck gehen. Und mit einer Kraft selber Eis dieses Torikis safe finishen. Das soll jetzt kein Geheimnis sein, was ich das jetzt hier mache. Dann haben wir unseren Megatannenbaum. Und drücken auch mal die Kraftreserve. Die ja hauptsächlich für die Grass-Types bei ihm gedacht war, aber... Man kann auch meinen Torikis damit abräumen, weil es eben auch der einzige Move ist, den ich gegen Torikis drücken kann. Jetzt mit eben der Switch, den ich im Teambuilding schon... erwähnt habe, und zwar ist Nibuna. Aber jetzt Nibuna, komme ich eigentlich mit Panzerion rein. Problem ist, Panzerion ist wohl auch low wegen Stalobor. Deswegen bin ich ja in Fimiprismus gegangen, um es abzuwerfen. Er geht jetzt echt nicht noch auf den Muggelhieb. Wodurch er nochmal extra Life-Up-Damage bekommt, was ich natürlich gern nehme. Jetzt gehe ich hier in Panzerion. Er geht raus und ich rooste mich erstmal. Dann kommt jetzt hier Rotom rein. Ich auf den Roost. Und hier haben wir jetzt exakt das Matchup, was ich schon auch schon erwähnt habe. Rotom Bosch macht nichts gegen Gewaldro. Following, ich gehe jetzt in Gewaldro. Egal ob Hydro-Pump oder V-Switch, der macht mir nichts. Und selbst wenn der jetzt in HP Ice gekommen wäre, ich hätte noch um Rotom rumspielen können. Aber ich kriege noch den plus 1 Spezattack-Boost und kann ihn dann mit dem Gigasaug attacken, der Rotom auch killt. Ist er ja noch Snipunda und Zapdarang.
Und langsam kann ich es auch revealen, dass Sabarang ist gespext. Das hat man auch schon am guten Damage gesehen. Jo. Jetzt gehe ich in Panzeron. Panzeron ist jetzt full. Ja. Mogelhieb. Er drückt sich nochmal selbst extra Damage. Ich weiß nicht, warum man da unbedingt auf einen Mogelhieb geben muss. Eine Eisschart killt. Also hundertprozentig killt die. Und die macht auch kein. Da hittet er meinen Panzeron auch nicht. Okay, der wird jetzt rausgehen. Weil, warum sie sich nicht nur da drin bleiben? Gehe ich mal aufs Toxin. Um hier, ja, einen kleinen Vorteil gegenüber Zapdarang zu bekommen. Aber jetzt wusste ich ja nicht, okay, was macht der jetzt? Tut jetzt einen Flammenwurf, tut jetzt einen Elektromove, tut jetzt eine HP Eis, wäre Gewalt unbedingt. Deswegen habe ich jetzt auch mal Lando abgeworfen. Weil ich krieg den nicht mehr wirklich safe rein in die beiden Mons. Das war jetzt ziemlich das unwichtigste Mon in dem Moment. Ich kann mit allen drei anderen noch gut was anstellen. Ist ja auf dem Flammenwurf. Ich wusste bis hierhin aber noch nicht, dass er geswächst ist. Ich habe eigentlich erst nach, weil es mir erst nach dem Kampf gesagt hat. Folge ich hier in Turtok. Der ist ja auch geswächst. Und gehe auch mal auf die Skald. Thunderbolt hätte mich nicht gekillt. Mit Specs wahrscheinlich schon, aber ist ja auf dem Flammenwurf gechoiced gewesen. Und ich glaube, man die Skald, die auch ausreicht gegen Stibuna. Und dann hat er direkt seine letzte Win Condition abgeworfen, die er gegen Mega Gewalt noch gebraucht hätte. Mit halt Zapdarang gegen drei Mons, zwei davon mit Elektroschwäche und einer davon mit elektrokompletter Resistenz. Folglich, Zapdarang macht er nicht mehr ab. Er hat vielleicht noch gehofft, dass ich hier jetzt in Gewalt rausgehe. Auf die Kraftreserve geplayt, aber. Ja, was hätte es mir so großartiges gebracht? Hätte vielleicht noch ein Kill auf Gewalt bekommen. Aber Turtok, Siedewasser. Und damit gewinnen wir unseren ersten Kampf in der PBL. PBL. Wieder irgendwie ein bisschen alten Muster drin. Im UDT. Ja. Und ja, wir haben mal wieder ein 3-0 geholt. Vor den Playoffs. Anders geht's bei mir irgendwie nicht, ne? Es müssen 3-0 sein. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier großartig irgendwelche Momente gab, wo es hier weggeworfen hat. Ich glaube, ich habe es recht gut gespielt, auch vor allem die Sache mit Panzeron und so, dass ich da ich da mit Lando reingegangen bin, dass ich da Panzeron nicht noch gegen Stalobor verloren habe, weil es hätte echt nicht passieren dürfen. Ich werde jetzt im Discord voll gespammt. Das ist nicht so cool. Was will ich jetzt noch sagen? Haben wir einen Faden verloren? Ja, also eben, ich habe es damit Panzeron und einmal recht gut runtergespielt. Ich frage nochmal frag an meinen Gegner, warum eigentlich die zweimal Mogelhieb? Die beide mal, wobei der eine davon halt auch voll auf Panzerons Eulenhelm drauf ist. Die hatten in beiden Fällen keinen großen Mehrwert. Und auf Gewalt reicht eine Eisschart aus. Von dem her, ich hab's nicht ganz verstanden. Ja, Turtok war hier tatsächlich nicht der Damage-Dealer, den ich eigentlich wollte, sondern eigentlich eher der Cleaner, was ich eher Gewaltruh zugeordnet habe. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche beim Teambuilding gegen Scarecrow, müsste es sein. Und ciao.